herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und wir haben heute wieder eine Maskenwoche. Ich habe eine neue Maske von Isana. Die ist ganz neu gerade erhältlich im Laden zu kaufen bei Rossmann. Das ist einmal eine von Isana, eine Tuchmaske mit Wassermelone plus Vitamin. Ne. Genau, für jeden Hauttyp vitalisierter Ton, intensive Feuchtigkeit. Das ist einmal diese wunderschöne Maske. Genau, einmal die. So, wir gucken mal hinten, was die Schönes kann. Also Anwendung, das Gesicht gründlich reinigen und trocknen, das habe ich gemacht. Das Sachet vom Gebrauch durchkneten. Die Tuchmaske aufhalten und auf das Gesicht auflegen. Nach einer Einwirkungszeit von mindestens 10 Minuten das Tuch abnehmen und verbleibende Rückstände sanft einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch abtupfen. Und was sollst du können? Hier steht, ich muss aber da meine Brille mal aufsetzen. Die sind manchmal so klein geschrieben. Bringe deine Haut zum Strahlen. Die fruchtige, frische Isana-Tuchmaske Melone plus Vitamin. Mit Melone-Extrakt, Vitamin E und F vitalisiert die Haut und verleiht einen strahlenden Ton. Eine Feuchtigkeit Komplex aus biotechnologisch gewonnen Hyaluron und Glycerin versorgt die Haut mit intensiv belebenden Feuchtigkeit und lässt die Haut Entschuldigung, wie aufgeplustert erscheinen. Genau, das ist einmal die hier. Wenn ihr das nochmal hinten gucken möchtet. Genau, und das ist die wunderschöne Tuchmaske. Die werden wir jetzt erstmal kneten, wie das jetzt stande. Genau, schön kneten. Jetzt werden wir die aufmachen. Es ist sehr viel Serum drin. Es kommt mir schon alles entgegen. Ich nehme mal noch die Brille ab. Wir wollen mal schnuppern. Oh, die riecht richtig nach Wassermelone. Also Hammer geil, die sieht auch weiß aus. Hier drinne, ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich mache die jetzt erstmal auseinander, die wunderschöne Maske. Genau. So, jetzt werden wir die Tuchmaske auf das Gesicht auftragen. Ich hoffe, es bekomme ich jetzt hin. Ohne Spiegel, ohne nix. Es ist manchmal nicht immer einfach, eine Maske aufzutragen. So, aber das haben wir erledigt. Ich gucke ab und zu mal ein bisschen an den Spiegel, ob sie auch funktioniert, ob sie drinne ist. So, okay. Die Hellbombe hat ganz viel Serum drinne. Mega viel, also ist schön getränkt. Die Maske hält, rutscht auch nicht. Also für den Anfang ist die wirklich richtig gut schon mal. Ja, und wir sehen uns nach 10 Minuten wieder. So, meine Lieben, also die Maske ist richtig, richtig gut eigentlich. Die kühlt, ist schön angenehm, kühlt auch richtig schön und ja, sitzt immer noch ganz schön fest, nirgendwo ist locker geworden, nicht mal hier unten ist irgendwas abgeblättert. Also diese Maske ist supi, finde ich. Also mega gut. Ich habe jetzt hier meinen Spiegel, gucke ich nochmal. Ja, die ist richtig gut. Halt Bombe, wir werden die jetzt abmachen. Ich hatte die jetzt länger als 10 Minuten drauf gehabt.
und ungefähr jetzt 30 Minuten und ja, das andere Serum werden wir jetzt ohne Haare aber einmasieren. Oh, die tut richtig gut. Also die hat richtig mega gekühlt. War schön angenehm gewesen. Ich hätte die immer noch drauf lassen können. Die kühlt jetzt immer noch mein ganzes Gesicht. Und die Maske war nicht in den Kühlschrank gewesen. Also sie war gar nicht im Kühlschrank gewesen und hat trotzdem richtig, richtig gekühlt. War Bombe. Also diese Tuchmaske kann ich euch wirklich nur ins am Herz legen. Also war richtig, richtig gut gewesen. Also wirklich, richtig gut. Also da würde ich wirklich. So eine gute Maske hatte ich echt noch nicht gehabt. Also würde ich schon sagen, mega gut ist. Hat auch wirklich Feuchtigkeit gegeben. Hat schön gekühlt. Ich gucke nochmal so ein bisschen am Spiegel. Ja. Strafft, finde ich auch. Also ich finde, die Maske strafft auch hier unten. Also ich merke das, wenn die jetzt einzieht, dass die so leicht strafft wird. Also straffer wird. Hier so leicht gerade so am Mundbereich. Hier so. Also ich merke das, dass die wirklich. Entschuldigung, meine Haare stören schon wieder. Wirklich richtig gerade spannend tut. Also auch hier an den Augen sehe ich das. Das sind auch meine Fältchen so ein bisschen weg. Also so leicht nur. Auch hier an dem Mundbereich, aber hier oben ist das mega gut. Die Streifen weggegangen. Okay, die kommen ja so und so wieder. Aber ist mega, mega gut. Also ich würde schon 20 Sterne, also hatte ich noch nicht wirklich gegeben. Also noch keine einzige Maske. 20 Sterne wirklich für diese Maske gegeben. Die war wirklich richtig, richtig supi, supi, supi gewesen. Also ich kann diese Maske wirklich nur empfehlen. Also, ich werde mir auf jeden Fall noch die anderen zwei Masken davon noch holen. Die hat jetzt nur 99 Cent gekostet und es ist Bombe. Also, die kühlt jetzt immer noch. Wenn man das anfasst, das Gesicht, das kühlt so extrem gut. Das ist sowas von Entspannung pur gerade bei mir in mein Gesicht. Also, die mit Wassermelone und Vitamine sind wirklich Bombe. Also. Man kann die auch wirklich länger drauf lassen und man hat immer noch diesen kühlen Effekt. Es steht eigentlich auch nicht mal was hier drauf davon, dass sie ein Strahlenton, Vitamin E, Vitamin F. Ja. Feuchtigkeitskomplex. Wirklich Bombe, Bombe, Bombe. Hyaluron und Klar. Ich weiß nicht, was Gleisering, Gleisering versorgt. Okay, es sind irgendwelche bestimmt. Ich zeige euch nochmal die Rückseite. Genau, und die Vorderseite. Also die hat 99 Cent gekostet. Die war auf einen Aufsteller gewesen. Serum war, ist in Ordnung gewesen. Hier drin ist auch kein weiteres Serum drin. Ist total leer. Riecht auch nach Wassermelone, aber was ich ein Nachteil hatte ich, dass wenn man das im Gesicht hat, hat das nicht nach Wassermelone gerochen, sondern ein kleines bisschen so, na nicht nach Wassermelone, so ein kleines, ja, wie nennt man das? Na, so einen herben Geruch, irgend so einen komischen Geruch gehabt noch extra dazu. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, aber sonst war die mega, mega gut gewesen, die Maske. Also würde ich empfehlen. Supi, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dieses Maskenvideo. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, meine Lieben. Habt noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, wenn ihr auch das Video schaut. Habt noch einen wunderschönen Tag.